Hallo, ich begrüße euch recht herzlich. Sonntag ist Video. Wir starten in eine neue Aufnahme. Bevor es losgeht, will ich mich natürlich wieder herzlichst bei allen bedanken für die Unterstützungen, die ich wieder bekommen habe, für die Spenden, die per PayPal getätigt wurden. Vielen, vielen Dank dafür, aber natürlich auch für eure Unterstützung bezüglich des Privatcoachings. Das wird nach wie vor angeboten. Das heißt also, wer Interesse hat, dass er mit mir privat 2 Stunden am Stück, machen wir ja immer, quasi nochmal lernt für die Prüfung oder Themen nachbespricht, also eine Form von Nachhilfe. Das dürft ihr selbst entscheiden, darf sich immer natürlich noch gerne bei mir melden. Am einfachsten, am schnellsten geht es immer per WhatsApp. Die Handynummer, die Erreichbarkeiten sind alle am Schluss eingeblendet. Dort seht ihr meine Handynummer, das ist auch meine WhatsApp-Nummer. Dort seht ihr meine E-Mail-Adresse. Ihr könnt mir also auch eine E-Mail erstmal nur schreiben. Wer das lieber möchte, das könnt ihr tun und lassen, wie ihr wollt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mich natürlich kontaktiert. Das Ganze wäre dann, dieses Privatcoaching ist natürlich kostenpflichtig. Wir verlangen 40 Euro für 60 Minuten. Ich denke, das ist immer noch ein fairer Preis und somit kann man das natürlich buchen. Was wir immer noch haben, und auch hier gibt es immer wieder Fragen, einen USB-Stick. Dieser USB-Stick beinhaltet alle Videos zum Paragraphen 6 Infektionsschutzgesetz, außer die Affenpocken. Den könnt ihr nach wie vor für 50 Euro bei mir beziehen. Ihr überweist mir per PayPal 50 Euro, sagt dazu, dass ihr den Stick haben wollt. Das könnt ihr in dem, wie sagt man, in dem Kommentarfeld mit eintippen. Dort tippt ihr bitte aber auch die Adresse ein, an die ich den Stick verschicken soll. Und ihr bekommt dann einen 64 GB Intenso USB 3.0 USB-Stick. Also der kostet auch ein paar Euro. Inklusive aller Videos IFSG 6 plus die Dozentenskripte. Also das, was ihr in den Videos hier auf diesem Flat seht, das wird euch mitgeliefert. Das habt ihr dann als PDF dazu, könnt das dann damit nochmal lernen, nacharbeiten oder ja, komplettieren, wie ihr das auch immer wollt. So läuft das mit dem Stick, ganz genau. So, heute will ich gar nicht so viel Vorgeplänkel machen. Wir stecken mitten in der Prüfungsphase, das weiß ich, das wisst ihr. Das heißt, momentan bippern noch viele auf die mündliche Prüfung zu. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, wir besprechen heute mal ein aktuelles Prüfprotokoll. Also sprich, Prüfung letzte Woche. Ich habe von einem Schüler ein Prüfprotokoll bekommen. Ich bin da auch sehr, 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 sehr dankbar. Also wie gesagt, wer mir einen Gefallen tun möchte, darf mir auch immer gerne Prüfprotokolle zusenden. Da kann ich nur von lernen und das Ganze liefert euch natürlich auch positive Informationen. So, dieses Prüfprotokoll möchte ich mit euch heute besprechen. Der es mir geschickt hat, der wird wissen, dass es von ihm ist. Das ist klar. Ich werde keine Namen nennen. Ich werde nicht sagen, wer das ist. Einfach, das gehört sich nicht. Ich will hier auch niemanden diskreditieren, sondern es geht einfach darum, ich will der Person einen kleinen Gefallen tun, dass ich ihm das einfach nochmal ganz ausführlich erkläre, wo da die Problemchen sind oder was da für, naja, Probleme halt einfach bestehen. Außerdem muss ich ganz ehrlich dazu sagen, habe ich erst beim zweiten Mal lesen auch wirklich so in der Tiefe verstanden, wo da eigentlich die Probleme waren. Also ihr hört schon so ein bisschen raus, die Person hat leider nicht bestanden und es ist im ersten Moment, wenn man das so durchliest, könnte man auch zu dem Schluss kommen, dass man sagt, das ist aber schon komisch, wieso hat der nicht bestanden? Und ich muss hier auch ganz ehrlich sagen, auch ich habe im ersten Moment das nur so kurz überflogen und habe mir dann auch gedacht, naja, aber dass die den jetzt durchfallen haben lassen, das war jetzt aber schon irgendwie, naja, also ich weiß auch nicht so recht. So, ich habe das dann nochmal, ich habe mir die Zeit genommen und habe mich nochmal hingesetzt und habe es dann nochmal durchgelesen. Und bei der zweiten Lesung ist dann quasi mir auch aufgefallen, dass es hier doch ein, zwei echt herbe Schnitzer gab, die im ersten Moment gar nicht so bewusst einem bewusst werden, also auch mir nicht so bewusst waren. Aber wenn man es dann das zweite Mal durchliest, dann doch sehr offensichtlich einfach einem ins Auge stechen. Und das möchte ich heute einfach mit euch noch mal besprechen. Ich werde es auch hier nicht einblenden, also das Prüfprotokoll selber blende ich nicht ein, um eben wie gesagt auch die Person zu schützen. Ich werde es hier vorlesen, 1:1, so wie es gelaufen ist und somit wird die Person, die betroffen ist, wird wissen, um wen es geht und kann dann natürlich auch nachvollziehen, ja, was da so ein bisschen schief lief. Ich habe mich im Nachhinein wirklich selbst sehr geärgert, weil es eigentlich mit ein Fehler war, der wahrscheinlich mit ein Hauptauslösegrund war, den ich sogar auch schon hier online, glaube ich, mal präsentiert habe. Bin mir aber nicht sicher, macht nichts, deswegen machen wir es jetzt noch einmal. Also,
Wir beginnen. Es war eine Prüfung, wie gesagt, die war jetzt, das kann ich noch sagen, Anfang November, also jetzt erst vor ein paar Tagen, hat diese Prüfung stattgefunden. Sie war eher im mitteldeutschen Raum angesiedelt, auch das werde ich so erwähnen. Also sie war nicht in München, sie war nicht in Augsburg und sie war auch nicht in Hamburg. Ja, so. Und genau, gut, also die Prüfung hat begonnen, schreibt auch hier, ne, bla 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 bla, bisschen Vorgeplänkel, Standard, fühlen Sie sich in der Lage und so weiter. Oh, was macht jetzt mein Display? Nix, okay, gut. Also wie geht's weiter, bla bla bla, dann kam mal so eine Frage, was wollen Sie denn später werden? Und da habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass das gar nicht so eine große Rolle spielt eigentlich, dass das egal ist. Das fragt man halt einfach so, weil man halt fragt. Jetzt ist mir aber hier im Nachhinein dann eben schon bewusst geworden, ja, das ist, ich sage ja, ich mache auch meine Fehler, ich will mich jetzt da gar nicht so rühmen oder sagen, dass ich das nicht gewusst oder gesagt hätte. Er sagt dann, er will Chiropraktiker werden, bin ich ja auch. Coole Sache, ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, alles tippitoppi. Und jetzt natürlich könnte man schon so ein bisschen auf die Idee kommen zu sagen, okay, dann prüfen wir ihn halt mal so ein bisschen Richtung Chiro. Tun die nicht, sag ich immer. Also wenn ich sage, ich will Homöopath werden oder so, dann prüfen die mich ja auch nicht homöopathisch. Ist nicht der Sinn der Prüfung. Aber man geht jetzt natürlich schon so ein bisschen auf diese Chiro-Kiste ein. Also zum Beispiel, und das war dann auch gleich die erste Frage, wobei das weiß ich, das habe ich schon mal gesagt, dass das eine Frage ist, die sehr gerne auch am Anfang gestellt wird, statt den Gesetzen. Normalerweise gerne ja nach Gesetzeskunde gefragt, in diesem Fall nach neurologischen Untersuchungen gefragt. Also quasi, was ist eine orientierende neurologische Untersuchung? Und orientierend bedeutet ja in dem Fall einfach, du sollst dir einen Überblick, eine Orientierung über deinen Patienten verschaffen. Also du sollst den einmal von oben nach unten durchchecken und sollst überprüfen, sind seine neurologischen Strukturen soweit intakt oder gibt es da irgendwelche Probleme, die man vielleicht dann betrachten müsste oder sowas. Also es geht hier gar nicht darum, dass es jetzt eine Frühdiagnostik gibt oder eben eine Befundung, sondern es geht einfach nur darum, dass man sagt, hey, wir haben Patienten, wir wollen uns mal so einen Überblick orientieren an den Patienten und deswegen machen wir einen neurologischen Status, eine Feststellung einfach. So. Worauf das rausläuft, ist klar, denke ich mal, das ist das, was ich ja schon mal gesagt habe, geht alles so Richtung Hirnnerven natürlich, Hirnnervenüberprüfungen, Reflexe, diese ganzen Geschichten, alles das, was man da halt zusammen überprüfen kann. Ja, kann man anders fragen, weiß ich nicht, aber ist okay. So, also was hat der Schüler gemacht? Hat dann also gesagt, ja okay, also Untersuchung der Funktion des Nervensystems. Okay, das Einzige, was ich jetzt machen muss, und ich spreche dich jetzt direkt an, weil du weißt bestimmt, dass ich dich meine, nimm es mir bitte nicht übel, ich nehme es jetzt so, wie du es geschrieben hast und interpretiere dann natürlich ein bisschen was hinein. Wenn das nicht so war, tut es mir leid. Aber so stellt es sich halt für mich dar in der Nachbetrachtung deines Prüfprotokolls. Okay, also bitte nicht persönlich nehmen. Dann kam die Frage vom Amtsarzt, ja gut, woraus bestünde das denn dann? Und da merkt man schon, und das zieht sich so ein bisschen durch, deswegen ich will das jetzt am Anfang einmal sagen, nicht weil ich das jetzt sofort bei der ersten Antwort erkannt habe, sondern weil sich das durch das ganze Protokoll so durchzieht, dass man ihm immer wieder die Sachen so aus der Nase ziehen musste. Also, dass es nicht so dieses freie Reden war, dieses Plaudern. Man ist vielleicht ja auch nicht immer der Typ dafür. Also, es gibt bestimmt genügend unter euch, die eben nicht diese Plaudertypen sind. Aber es ist halt schon von Vorteil, wenn man halt da nicht jeden Scheiß 15 Mal nachfragen muss. Und ihr werdet es selber bemerken, und ich gehe ja davon aus, er hat so geschrieben, wie es war, dass es schon eine sehr zähe Angelegenheit war. Also was das Ganze halt einfach sehr müßig macht, ständig fragen zu müssen, ja und was denn noch und warum und war. Ne, es ist immer so ein bisschen schlauer, das von selbst einfach zu präsentieren. Aber da muss man halt auch, das muss man können, um Gottes Willen. Okay, also, dann sagt er, also ich würde anfangen mit der Prüfung der Hirnnerven. Dann sagt der Prüfer, ja okay, gut, was noch? Ja, also das ist ja genau das, auch hier der Hinweis von mir immer, nicht Hasen jagen, also das ist ja sowas Ähnliches, ne? Wo ich euch gesagt habe, ihr habt eine Verdachtsdiagnose und dann rennt ihr der sofort hinterher und sagt, ja, dann muss ich das und das und das und das und habt euch noch gar nicht den Überblick verschafft, was mache ich denn eigentlich alles? Also auch das wäre hier eigentlich schick gewesen, einfach mal alles aufzuzählen, welche neurologischen Überprüfungen man im Rahmen einer orientierenden neurologischen Untersuchung machen würde. Eben, dass man sagt, also ein Gesamtstatus, man würde die Hirnnerven überprüfen, man würde die Reflexe überprüfen, hier Eigenreflexe, Fremdreflexe, man würde eventuell noch zusätzliche Teste machen, wie eben, was weiß ich,
wie sagt man, Triggerteste, dass man eben was triggert und guckt, gibt es schmerzhafte Probleme, man würde Empfindungsteste machen, Sensibilitätsteste würde man machen und so weiter und so fort. Und dann würden die am Ende, wenn die alles gehört haben, was sie da hören wollen, eben dann eventuell sagen, okay, alles klar, passt. Oder dann halt sagen, ja gut, super, dann erklären Sie uns mal, wie würden Sie zum Beispiel die Hirnnerven testen. Also das ist hier nicht so passiert, sondern er hat halt einen Test aufgezählt. So, dann wurde natürlich weitergefragt, ja, war es das? Kommt da noch was dazu? Und dann kam halt der Nächste und dann halt wieder der Nächste. Und das ist halt schon sehr zäh. Nicht schlimm, wie gesagt, das ist mit Sicherheit nicht der Grund des Durchfallens, aber es ist natürlich schon so ein Start, den halt keiner so richtig geil findet. Okay, dann, was noch? Meningismenzeichen, sagte er dann noch, und damit auch Leermitte, Prüfung, ob Verdacht auf Multiple Sklerose zum Beispiel besteht. Ja, aber das ist es ja schon, Verdacht auf Multiple Sklerose, warum? Es ist eine orientierende neurologische Untersuchung. Wir orientieren uns, da hast du noch gar keine Verdachtsdiagnose dahinter. Aber okay. Ich will ja nur, wie gesagt, jetzt nicht hier Korinthen kacken, sondern einfach nur zeigen, wo da vielleicht sich jemand denkt, warum. Dann kam wieder die, ja, okay, was noch? Also da fehlt noch was. Dann Prüfung des Bizeps-Sehnenreflexes. Da muss man sich fragen, ja, wieso nur den? Wieso nicht alle Reflexe? Wieso nicht pauschal Eigen- und Fremdreflexe? Aber wie gesagt, ich rede da jetzt sehr schlau daher. Bitte nimm es wirklich nicht persönlich. Ich versuche ja nur wirklich jede Kleinigkeit, die da vielleicht so ein bisschen holperig war, aufzudecken. Und dann, also ne, Prüfung des Bizeps-Sehnenreflexes, dann fragte der Prüfer eben wieder, ja, was für Reflexe kennen Sie denn? Also man sieht ja dann auch, dass es genau darauf rausläuft, diese Information des Eigenreflex, Fremdreflex, pathologische Fremdreflexe. Ne? Und dann erzählt er auch, jawohl, Eigenreflex, Fremdreflex, Eigenreflex, wie zum Beispiel auch der Patellasehnenreflex, die sind monosynaptisch verschaltet, das heißt der Reizung, das heißt, der Ort der Reizausführung ist dann auch der, des Ergebnisses, also dort, wo der Effekt entsteht. Dann haben wir natürlich die Fremdreflexe, sagt er, die sind polysynaptisch verschaltet und hier ist der Ort der Reizung, nicht der Ort der Ausführung. Auch richtig, wunderbar. Wie zum Beispiel im Rahmen der Reizung der Wimpern mit einem Tupfer, wobei hier dann der Lidschluss erfolgt. Ja, wunderbar, ein schönes Beispiel gemacht, tipptopp, kann man nichts maulen, alles wunderbar. Okay. Dann kam wieder die nächste Frage, okay, was kennen Sie denn noch für Eigenreflexe? Weil er sagt ja nur den Bizeps-Sehnen. Und ich sage euch ja auch immer, ja, es gibt viele verschiedene, aber gerade bei Reflexen ist es oft schwierig, weil die oft nicht so leicht auslösbar sind. Und man kann sich da am besten so ein bisschen an den einfachsten orientieren. Also Achillessehne, Patellasehne, der ist so eigentlich der Klassiker, weil den kriegt irgendwie jeder hin und das ist so der üblichste. Naja, gut. Okay, was kennen Sie denn noch für Eigenreflexe? Und dann eben, ja, hat er überlegt, und dann eben der Babinski. Den sagte er dann. So, wissen wir natürlich alle, nein, ist kein Eigenreflex, ist ein Fremdreflex. Und sogar noch ein pathologischer Fremdreflex ab einem gewissen Alter. Ich will nicht sagen, das ist wieder nicht das Ding, was ihm das Genick gebrochen hat. Aber wenn wir jetzt die ganzen Kleinigkeiten im Vorfeld betrachten, dieses, ich muss ihm jede Testung aus der Nase ziehen, ich muss nach allem nachfragen, er führt bei den Reflexen nur diesen Bizeps, ich muss bloß immer nach rechts gucken, damit ich nichts verpasse, weil hier habe ich das Protokoll, diesen Bizeps-Sehnenreflex und redet da nicht, dass es mehrere gibt, dass man die überprüft, dass man zum Beispiel dann aber sagen muss bei der Orientierung, dass ich ja eben dann eine Ausgangssituation habe, weil ich muss den Reflex, die Breite zum Beispiel bestimmen, also zu gucken, wie groß ist die Auslösefläche, ist sie sehr groß, ist sie sehr klein, wie heftig löst der aus, das muss man dann alles dokumentieren, um später dann auch feststellen zu können, hat sich was verändert zum Beispiel. Es ist ja eine orientierende Untersuchung. Jetzt haut der da raus bei Eigenreflexen Babinski. Es führt halt nicht dazu, dass der Prüfer den Eindruck bekommt, dass du sehr sicher bist, wenn viele dieser kleinen Fehler passieren. Ich habe das auch immer wieder bei meinen Privatcoachings mit Schülern für die Prüfung, dass man dann eben ganz normale Fragen stellt. Die Schüler erklären dann irgendwas, die erklären es auch nicht falsch, aber es kommt dann zu vielen kleinen Versprechern, zu vielen kleinen Verwechslungen. Intrinsikfaktor, Extrinsikfaktor, was weiß ich, wird im Dickdarm resorbiert und. Ich mache jetzt mal nur so ein paar Beispiele. Und der Prüfer, der sitzt ja da und denkt sich, was erzählt die da? Und die fragen dann vielleicht einmal nach oder der denkt sich, okay, das hat alles gestimmt und statt Intrinsik hat er jetzt Extrinsikfaktor gesagt. Dann kann man vielleicht noch drüber hinwegsehen und sich denken, okay, pass auf, war er unsicher, hat er sich versprochen, kein Drama. Vielleicht fragt man auch mal nach. Aber wenn sich das halt durch die gesamte Prüfung durchzieht, dass man halt immer wieder sich schwer tut, immer wieder was aus der Nase, wo man eben nicht weiß, ja, weiß er es jetzt und erzählt es nur nicht
Oder erzähl das nicht, weil er es nicht weiß. Dann ist das für den Prüfer natürlich schwer zu differenzieren. Und wenn jetzt noch häufigere Versprecher oder Fehler dazukommen, dann gewinnt er natürlich eher den Eindruck, dass du es nicht weißt und deswegen nicht erzählst. Und nicht, du weißt es, du erzählst es bloß nicht, weil du halt nicht der Labersack bist wie ich. Naja, gut. Also, dann Babinski, das hatten wir. So, dann wird die Frage eben gestellt, ist der Babinski ein Eigen- oder ein Fremdreflex? Also ihr seht auch, das passiert, was ich gesagt habe. Wenn dann Fehler passiert, dann wird nachgefragt, weil man sich ja sicher sein möchte, dass du das falsch sagst und nicht nur dich versprochen hast. Deswegen wird ja nachgefragt. Dann beschreibt er ihn, sagt, also beim Babinski bestreicht man laterale Seite des Fußes, kommt pathologischen Auslöser, Dorsalreflexion Großzeh, Abspreizung der Zehen. Und dann sagt er, ah ja, ist doch ein Fremdreflex. Ja, okay, er kam noch drauf, alles gut. So, und dann fragt der Amtsarzt weiter, okay, ja, und der ist jetzt pathologisch und wann dann? Ja? Und dann kam von ihm, weil er es ja eben vorher in seiner Beschreibung erklärt hat, dass der pathologische Auslöser das und das ist. Also er hat ja darauf hingewiesen, dass er weiß, dass dieser Reflex pathologisch ist. Und jetzt will der Amtsarzt natürlich wissen, ja wann. Und das sind halt so Sachen, wo ich immer sage, er weiß es ja und er erklärt es ja richtig. Dann erzähle es doch, protzt mit eurem Wissen. Und zwar mit dem, das ihr drauf habt. Und das weiß er ja, er erklärt es ja dann auch. Dann erzähl es doch und lass es dir doch nicht so aus der Nase ziehen. Das ist immer so elend. Und da sagt er, ja, also der ist pathologisch ab einem Jahr, eben also bei Säuglingen bis zum vervollständigen ersten Lebensjahr, ist er physiologisch. Und danach liegt eben ein Problem im ersten Motoneuron vor. Ja, super, alles cool, passt. Hätte er schon lange erzählen können. Dieses ganze Thema, was jetzt da sich so über 3, 4 Hin- und Her-Fragen ergeben hat, hätte man quasi mit einer großen Antwort pauschal wegmachen können. Aber okay, noch nichts Dramatisches passiert. Nur, ihr merkt vielleicht, es entwickelt sich so eine Stimmung. Es entwickelt sich so ein Eindruck des Prüfers für den Schüler. Und natürlich könnte man jetzt wieder hingehen und sagen, ja, aber was ist denn das? Das ist ja unfair, bla bla. Nein, ist es nicht. Es ist halt eine Prüfung. Und der Prüfer hat halt nur diese 45 oder 60 Minuten Zeit, sich von euch einen Eindruck zu machen. Und ihr seid maßgeblich daran beteiligt, wie sich dieser Eindruck entwickeln wird. Und in diesem Fall ist es nicht sehr glücklich gelaufen in den ersten paar Minuten. Aber alles okay. So, dann kam er wieder zurück zur Untersuchung. Also die Frage war dann wieder, okay, kommen wir wieder zurück zur Untersuchung. Was fällt Ihnen denn noch ein, was Sie überprüfen könnten? Und dann sagte er, naja, was ich beispielsweise noch prüfen würde, wäre ein Vibrationsempfinden, wie ich schon gesagt habe, Stimmgabel, erklärt er das wieder, wie man das machen würde, wunderbar. Dann würde er weiter Wärme-Kälte-Empfinden prüfen, erklärt er auch wieder, wie er das machen würde, mit warmer und kalter Flüssigkeit. Dann, was wollte er noch prüfen? Ja, dieses auf dem Rücken liegen, mit den Armen rotieren, diese Schraubkisten und so weiter, das kann man dann alles machen. Jawohl, das hat er dann alles erklärt und auch sogar vorgemacht, wie er das testen würde und so weiter. Alles klar. Dann kam vom Prüfer die Frage, ja und was noch? So, und auch das habe ich euch schon 1000-mal erzählt. Immer wenn die haben eine Liste im Kopf. Der weiß, die und die und die und die und die und die Teste gehören da dazu. Bei Diagnoserätseln haben die ihre Verdachtsdiagnosen im Kopf und wissen, die und die und die und die Verdachtsdiagnose will ich hören. Und solange die nicht alle gekommen sind, fragen die immer wieder nach. Das heißt also, das war für ihn jetzt das Signal, hey, pass auf, du hast noch eine schwerwiegende Überprüfung vergessen. Also überleg nochmal, was du noch prüfen könntest. So, und da wäre es auch zum Beispiel kein Fehler gewesen, das wie bei den Diagnoserätseln so ein bisschen zu handeln und zu sagen, okay, ich fange einfach von oben nochmal an und gehe durch den Körper hindurch. Überleg mir das Nervensystem, dann haben wir eben zum Beispiel unsere 12 Hirnnerven, die man testen kann. Wir haben, das ist ja Hören, Sehen, Riechen und so weiter, dann Zunge, Zungenbeweger, Augenbeweger, das haben wir ja alles drin. Dann hätten wir aber eben das zweite Motoneuron, da könnten wir da zum Beispiel Sprachverständnis prüfen, man kann Sprachverständnis und Sprachzentrum testen, ja, indem man eben dieses Broca-Ding macht und so weiter. Da gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Und so kann ich jetzt durch den Organismus durchgehen und mir eben für jedes Areal überlegen, wie könnte ich es überprüfen. Wir hatten die Eigenreflexe, wir haben die Fremdreflexe, wir haben die pathologischen Reflexe gehabt, wir hatten Gefühl, sensorisch, ne, warm, kalt, weich, hart könnte man noch testen zum Beispiel. Wir hatten, was hat er gesagt? Zurück, Stimmgabel, also Vibration hat er geprüft, jawohl, vollkommen richtig. Also und so kann man das ja ausweiten. Aber es fehlt wohl noch was. Ne? Und dann sagt er, mehr will mir wahrscheinlich gerade nicht einfallen. Auch kein Problem. Aber das ist die Sache.
Und das ist immer das, was ich so bemängel. Wenn du da sitzt und eine Liste auswendig im Kopf hast und du versuchst, die jetzt abzurufen, wie so ein Gedicht, dann ist das ein Problem. Und das geht mir, wenn ich mit meinen Schülern lerne, oft genauso, dass die Verdachtsdiagnosen auswendig gelernt haben, so Testszenarien auswendig gelernt haben. Und jetzt ist das wie wenn du so ein Gedicht vorträgst. Und wir hatten jetzt zum Beispiel neulich diese Prüfung mit diesen Schockvarianten. Also es ist immer sowas, dann frage ich halt immer, welche Schockarten gibt es, was passiert da und wie verhalten sie sich. Und jetzt fangen die Schüler an und das sieht man, dass sie diese Sachen auswendig gelernt haben. Dann erzählen die das und wenn ich die jetzt unterbreche, dann kommen die total aus dem Tritt. Wenn ich dann also mal nachfrage und sage, naja, langsam, langsam, jetzt haben sie aber Hypovolemie zum Beispiel, warum ist das dann da so und so und so und so und so und so, dann kommen die total aus dem Tritt, weil die jetzt, ich übertrage das jetzt mal so, in ihrem Gedichtsvortrag unterbrochen habe. Das ist so, wie wenn du also ein Gedicht vorträgst und ich unterbreche dich und sage, ja, halt, 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 aber was hat jetzt da der, was weiß ich, wie war das jetzt mit dem Vater und dem Sohne, die da durch die Nacht reiten, bla bla bla. Und jetzt wieder da reinzukommen, ist wahnsinnig schwierig. Und deswegen stockt das dann so brutal. Und deswegen ist das ja auch immer so schwierig für euch, da dann wieder Fuß zu fassen. Aber man möchte es eben nicht als Vortrag hören. Und hier ist es eben von Vorteil, wenn man hingeht und sagt, okay, ich brauche noch was. Bei den Verdachtsdiagnosen habe ich euch gesagt, geht vom Kopf bis zum Fuß durch. Am Ende überprüft ihr, habe ich eine Infektionskrankheit, habe ich einen Tumor und habe ich einen Notfall mit dabei. Überlegt nochmal, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Und so könnt ihr dann ein bisschen überlegen und nicht entfernen, sondern konzentrieren, immer näher gehen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was ihm hier gefehlt hat, ich weiß es nicht, aber ich wäre in dem Fall wirklich auch von Kopf nach oben durchgegangen, so wie ich es euch gesagt habe, gerade als Beispiel. Also ich sage, okay, die Hirnnerven kann ich überprüfen, das habe ich gemacht. Da ist der Sehnerv dabei, da sind die Augenbeweger dabei, da sind die Ohren dabei. Ich gehe einfach im Kopf nochmal alles durch. Und laut, vor allem dann hat der Prüfer, und ich glaube, das hat er schon auch gewollt, dann hätte er helfen können und sagen können, ah, war da nicht noch was? Haben Sie da nicht noch was vergessen? Oder. Tiefensensibilität oder was weiß denn ich. Und dann kann man da nochmal drauf eingehen. Ja, aber er sagt, ist ja gar kein Drama, sagt, okay, alles klar, dann kommen wir nochmal zu den Hirnnerven zurück. Dir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, machen wir kein Drama draus, reden wir mal über die. Dann sagt er, okay, kommen wir zu den Hirnnerven zurück, wie viel gibt es denn? Jetzt kommt halt von ihm die Antwort 12. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es so gelaufen ist. Vielleicht hast du auch noch gesagt, ja, es gibt 12 Hirnnerven, Punkt. Ja, Wasserfall, da muss es abgehen. Es gibt die 12 Hirnnerven, die fangen an mit oculomotor, nee, wie, oh Gott, jetzt Krise, Opticus, oculomotorius, bliblablub und so weiter und so fort. Und dann laberst du die runter, dann ballerst du die alle 12 hin. Ratz, ich protze mit meinem Wissen. Ja, dann kam vom Amtsarzt die Frage, nennen Sie mir drei Beispiele für die Funktionsprüfung. Also sagt, okay, alles klar. So, und das hätte ich ja, und das ist ja so die Sache, jetzt einfach überlegen. Hätte er jetzt diese 12 Hirnnerven stumpf runtergebetet, auswendig, Gedicht, alles cool, sowas lernt man als Gedicht, wie den Paragraph 6 oder wie die Gesetze, was du nicht darfst und wo es steht. Hätte er automatisch dazu gesagt, wie die heißen, die römische Nummerierung und was sie tun, also Augenbeweger, Zungenbeweger, was hatten wir noch alles, Hörnerv, Sehnerv und so weiter, Vestibulkochleares, Gleichgewicht und so weiter und so fort. Dann wäre auch immer sehr schnell klar gewesen, dass er weiß, wie man die testet. Weil das ist ja keine Schwierigkeit. Hirnnerven testen, das ist ja ein Witz für Doofe. Ja, das ist ja nichts Dramatisches. Dann wären die Fragen wahrscheinlich gar nicht so gekommen. Aber wenn er natürlich immer nur denen so kleine Brocken hinwerft, dann müssen die immer nachhaken und immer nochmal und nochmal und nochmal, weil die Frage ja nicht beantwortet wurde. Kann man besser machen? Ist nicht schlecht, aber kann man besser machen. Okay, also nennen Sie drei Beispiele für die Funktionsprüfung. Nervi oculomotorius, abducens, trochlearis, das sind die Augenbeweger, sagt er, okay, kann man dann eben über den Stift, ne, also folgen Sie diesem Stift, da, 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 und dann im Kreis und so weiter. Und dann müssen sich die Augen gleich bewegen. Wunderbar. Aber er wollte ja drei Beispiele. Und dann sagt er natürlich, ja, okay, also welche noch? Also hat er ja wieder gestockt. Muss er ja wahrscheinlich, sonst hätte er ja nicht nachgefragt. Dann eben der Optikus, wäre die Prüfung des Gesichtsfeldes. Nein. Optikus sehen hat mit Gesichtsfeld nichts zu tun. Der Optikus kann tipptopp in Ordnung sein, ich kann ein sehr kleines Gesichtsfeld haben. Der Optikus kann tipptopp in Ordnung sein, ich kann ein sehr großes Gesichtsfeld haben. Das ist der Sehnerv. Das ist einfach nur sehen. Hallo, sehen Sie mich? Mehr kann ich darüber eigentlich gar nicht aussagen, weil wenn er mich sieht, ist der Nerv erstmal grundsätzlich in Ordnung. Wenn es nämlich zum Beispiel einen Ausfall des Gesichtsfeldes gibt, dann ist das eher eine Ablösung der Netzhaut.
oder eine Netzhautinfarkt oder solche Geschichten, weil sich dadurch das Gesichtsfeld eingrenzt, zum Beispiel dieser Vorhang, der dann von oben runterfällt, bei der Netzhautablösung. Aber Optikus ist Sehen, nicht Gesichtsfeld. Also wir haben schon wieder, wir dürften schon wieder einen kleinen Strich machen bei kleiner Fehler. Ist ein kleiner Fehler, aber schon wieder. Ja, wir denken an den Babinski, Eigenreflex, Fremdreflex. Er sagt dann noch, hier ist dann noch und, Punkt, 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 weiß nicht, was er noch gesagt hat. Wenn er noch gesagt hat, Sehnerv und so weiter, ist alles cool. Ansonsten nicht ganz so richtig. Dann, okay, was noch? Dann sagt der Nervus olfactorius, also das ist Riechen. Hierzu gibt man dem Patienten, hat er mit Sicherheit hingeschrieben, was zu riechen, ist logisch, klar. Und dann kann er das testen. Wunderbar. Gut, nun kommen wir zu einem Fallbeispiel. Das heißt also, der Amtsarzt hat dann mit der Sache das schon abgehakt. Ich vermute einfach mal, der hätte halt gern diese 13 Hirnnerven gehört und deren Testungen dazu. Und was man da alles macht mit Gleichgewicht, dass man den Balancieren auf einer Linie laufen lässt, auf einem Bein stehen lässt. Da kann man ja, das ist immer das, was ich so schade finde. Ob es jetzt getroffen hätte oder nicht, weiß ich auch nicht. Ich kann jetzt nur vermuten. Aber dass man hier halt echt mal einfach Vollgas gibt und hier einen wirklich vom Leder zieht. Man hätte ja da viel zu erzählen können. Vielleicht zu wenig. Aber okay, er macht ja weiter. Gut. Nun kommen wir zu einem Fallbeispiel. Patient kommt zu Ihnen und berichtet von Nackenschmerzen, einer Nackensteifigkeit. Was tun Sie? So. Und es ist ein ganz großer Klassiker. Also es ist halt ein stinknormales Diagnoserätsel. Da gibt es nichts Weltbewegendes dazu zu sagen. Und jetzt sagt er eben, ja, als allererstes würde ich prüfen, ob ein Trauma stattgefunden hat. Hat der Patient sich gestoßen? Ist er hingefallen oder ähnliches? So, jetzt sind wir genau wieder, ja, ich weiß, ich will den ja gar nicht so runterputzen, aber es ist halt. Oh. Wenn der gestürzt wäre, dann würde er doch seine Nackenschmerzen damit in Verbindung bringen können, theoretisch. Und dann würde er es sagen. Und dann würde er kommen und sagen, ich bin gestürzt, mir tut der Nacken weh. Ich habe einen Schlag abgekriegt, mir tut der Nacken weh. Das, was wir hier allerhöchstens haben könnten, wäre eine Hirndrucksteigerung mit meningitischen Symptomen bei einer Sickerblutung nach einem inadäquaten Trauma. Dann müsste ich das aber schon herauskehren, dass ich dann sage, naja, ich hätte eine Verdachtsdiagnose, eventuell eine Sickerblutung im Gehirn, venöse Sickerblutung, durch ein inadäquates Trauma, wodurch es jetzt zu einer Hirndrucksteigerung kommt und dabei diese Nackensteifigkeit auftritt. Ich wäre anders an die Sache rangegangen. Ich hätte mir jetzt erstmal Gedanken gemacht, was kann denn alles diese Nackenschmerzen verursachen? Wäre jetzt, wie gesagt, durch den Organismus gegangen und hätte dann halt eben, und er hat ja vorher gesagt, Chiro, also mir ist dann jetzt auch sofort direkt das wie Schuppen von den Augen gefallen, was da gelaufen ist. Das ist, boah, das ging so in die Hose, das ist so scheiße, aber ich kann's, es tut mir leid, du wirst gleich selber sehen, was da richtig in die Hose ging. Aber gut. Auf alle Fälle hätte ich halt eher erstmal angefangen zu sagen, was macht Nackenschmerz? Er hat dann gesagt, also bei allen Hirndrucksteigerungen wäre eben typisch, dass es noch zusätzlich zu einer Kopfschmerzproblematik gekommen wäre, zu Übelkeit, zu Erbrechen. Das müsste man überprüfen. Hätte dann aber einfach wirklich meine Verdachtsdiagnosen durchgeballert. Wäre dann natürlich auch über eine Nackenverspannung gekommen, hätte gesagt, vielleicht ein Bandscheibenvorfall. Wir haben das die zweithäufigste Läsionsstelle für einen Bandscheibenvorfall, typischerweise L5 S1. Im Lendenwirbelbereich, danach kommen sofort alle Halswirbel. Da könnte man fragen, was er für einen Beruf hat. Ist er vielleicht Schreibtischtäter, muss viel am Computer sitzen und solche Geschichten. Also das hätte man alles jetzt ausführen können als mögliche Verdachtsdiagnosen. Aber zu überprüfen, ob er ein Trauma hat, wieso, was für ein Trauma und warum soll er das nicht bemerkt haben, warum soll er es uns verschweigen, das macht keinen Sinn. Jetzt hat er aber gefragt und jetzt passiert Folgendes. Jetzt sagt der also nochmal zur Wiederholung. Also, Patient kommt, klagt über Nackenschmerzen und einer Nackensteifigkeit. Was tun Sie? Ich hätte so, ich weiß gar nicht, mir fällt so viel ein. Auf alle Fälle sagt er dann, als allererstes würde ich prüfen, ob ein Trauma stattgefunden hat. Hat der Patient sich gestoßen oder ist er hingefallen oder ähnliches? Und dann sagte der Amtsarzt, ja, tatsächlich, vor ein paar Tagen hatte er einen Auffahrunfall. So, jetzt kommen die einen und sagen, ha, Uli, siehst du bist ein Schwätzer. Der fragt jetzt nach dem Trauma und der Amtsarzt sagt ihm, ja, er hatte eins. Also siehst du, das ist Bullshit, was du erzählst. Du musst nachfragen, weil das ist ja jetzt offensichtlich, dass er ihm das ja mitteilt. Dann sage ich dir, nein, der hat den Faden aufgenommen. Der Schüler hat ihm einen Köder geworfen, also quasi der hat sich selber eine Falle gestellt. Der Schüler hat selber eine Bärenfalle aufgemacht, hat sie hingestellt
und hat dem Prüfer quasi gesagt, ich habe vergessen, wo ich sie hingestellt habe. Und jetzt nimmt der Prüfer das natürlich und sagt, ach echt, oh krass, du, dann dreh dich doch mal um und lauf mal den Weg zurück, mal gucken, ob du reinläufst. Das ist hier passiert, nichts anderes. Der hat nur diese Verdachtsdiagnose aufgenommen, weil er eben wusste, dass das nicht sehr sinnvoll ist. Und leider bist du da, ich spreche dich jetzt wieder persönlich an, voll reingerannt, volle Lotte, ganz dramatisch. Oh Gott. Und ich warne immer davor, weil das ist normalerweise eine typische Physiotherapeutenfalle. Da werden genau solche Diagnoserätsel gemacht, um Physiotherapeuten zu testen. Chiro, deswegen mir fiel das dann ein, dass du das gesagt hast. Und deswegen dachte ich mir so, ja, fuck, klar, das haben die bei dir quasi genauso gemacht. Und du bist voll reingelatscht. Hätte er das mit dem Trauma anders angesprochen, hätte er gesagt, naja, ich gehe mal davon aus, dass es keine traumatische Problematik gab, weil der Patient es mir wahrscheinlich erzählt hätte, dass er gestürzt ist oder einen Unfall hatte, dann hätte der Amtsarzt wahrscheinlich genickt und hätte gesagt, ja, klar, nö, also das ist auszuschließen, das haben wir nicht getan. Vielleicht hätte er dann noch gefragt, ja, aber wenn es so wäre, was wäre dann? Und dann wären wir jetzt wieder genauso weit. Und jetzt sagt er, ja, okay, also dann könnte ich hier von einem Schleudertrauma ausgehen und es sollte abgeklärt werden, ob nicht eine Läsion im Bereich der Linea Nuchalis oder des Ligamentum Interspinalis vorliegt. Kontraindikationen noch, wahrscheinlich hat er noch irgendwas dazu aufgezählt. Okay, sagt der Amtsarzt, alles klar, was machen Sie denn jetzt mit dem Patienten? Und das ist genau der Punkt, genauso machen die das. Und so habe ich das auch mit allen, alle, die mich kennen aus der Schule oder so vom Privatcoaching, die wissen, dass sie Physios sind. Das ist immer die erste Frage, die ich stelle. Die habe ich auch alle so gefangen. Alle. Die habe ich alle so gefangen, bis auf ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Und es gab letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch ein Diagnoserätsel über Knieschmerzen und dort haben sie auch versucht, die Physios zu fangen und haben auch genügend erwischt. Auf alle Fälle, da sagt er, dann schicke ich halt zum Arzt. Und jetzt fragt er sogar noch, der Amtsarzt, okay, gut, zu welchem Arzt schicken Sie den denn? Ja, und damit war es mir dann so klar, um was es hier ging. Und es war dann auch klar. Und dann sagt er noch so, ja, zum Orthopäden, also erstmal zum Hausarzt und der muss dann die Überweisung veranlassen. Und dann bricht der Amtsarzt ab mit diesem Diagnoserätsel, wobei da noch gar nichts passiert ist. Warum bricht er ab? Weil er jetzt quasi seine Bärenfalle gefunden hat. Passt auf, Leute. Der Typ hatte einen Unfall. Der hat einen Unfall gebaut. Schleudertraumaverdacht, whatever. Der kann auch einen Bandscheibenvorfall haben. Der kann einen Wirbelanbruch haben. Unsichere Frakturzeichen. Und er hatte einen Unfall. Der muss ins Krankenhaus. Der kann nicht einfach zu Hause rumpimmeln. Der kann auch nicht einfach zum Hausarzt. Das kann ich mir schenken. Ja, und er hat ja sogar noch so ein bisschen, müsste man mal gucken und überlegen. Das ist ja schon dieses, den Anschein eventuell einer Behandlung zu erwecken. Also gar nicht in Betracht zu ziehen. Er hat mit keinem Wort erwähnt, dass es zu einer Fraktur hätte kommen können, dass es zu einem Bandscheibenvorfall. Also gut, er hat ja noch mit Läsionen und so weiter. Das mag ja alles sein. Aber dann muss das ins Krankenhaus. Das ist ein Unfall. Da muss ein Unfallbericht geschrieben werden. Da gibt's um versicherungstechnische Gründe. War es ein Wegeunfall? Dann muss die Berufsgenossenschaft damit rein. Dann muss es einen Unfallbericht geben. Den zum Hausarzt zu schicken oder dann zum Orthopäden, das kannst du dir schenken. Das ist sinnfrei. Der muss ins Krankenhaus. Hier muss erkannt werden. Also ich sage mal, die Schlagworte, die hier hätten fallen müssen, wären: Das ist ein Unfall. Dieser Unfall. Und jetzt kann man ja noch mal weiterdenken, dass man dann fragt: Ja, waren Sie denn im Krankenhaus nach dem Unfall? Wenn er jetzt gesagt hätte: Ja, war ich. Die haben alles untersucht. Da ist nichts. Er, okay, safe. Aber das fragt er ja nicht, sondern er sagt: Oh, ja, mei. Wie gesagt, ich war nicht dabei. Ich interpretiere jetzt bloß. Aber genau das hätte kommen müssen, dass man sagt: Nein, das ist ein Unfall. Da kann ein Bruch dahinter stecken. Da kann ein Nervenschaden dahinter stecken. Da kann ein Bandscheibenvorfall dahinter stecken. Wir wissen es nicht. Es kann eine Schwellung sein, die sich noch entwickelt. Wir wissen es nicht. Es muss röntgenologisch, also bildgebend untersucht werden. Mit Sicherheit wird man auch ein MRT anordnen. Und deswegen muss er ins Krankenhaus, weil der Auslöser ein Unfall war. Und das muss übers Krankenhaus geklärt werden. Auch wenn der Unfall schon eine Woche zurücklag. Das sind Spätfolgen des Unfalls, die darauf zurückzuführen sind oder damit in Verbindung zu bringen sind. Und somit kann das kein Heilpraktiker, kein Arzt, kein niemand. Deswegen war dann auch gleich Schluss, weil er gesagt hat, ja, da brauchen wir gar nicht weiter diskutieren, weil ganz abhaken. Und wie gesagt, es geht jetzt, und ich hoffe, ihr merkt das jetzt auch, dass das gar nicht die Intention des Prüfers war, das als Schleudertrauma zu verkaufen, sondern dass er ihm ja quasi das angeboten hat, der Schüler, und ihm gesagt hat, ja, das könnte ja ein Schleudertrauma, also ein traumatisches Erlebnis sein. Und den Faden nimmt der Prüfer halt auf und sagt, ja, okay, was wäre denn, wenn es so wäre?
Ja, und dann bist du da reingefallen. Scheiße. Ganz großer Klassiker. Unfälle, egal welcher. Haushaltsleiter, Finger eingezwickt, Stock vom Kind, Eishockeyschläger aufs Knie gekriegt, vom Fahrrad gestürzt. Immer Unfall, immer Krankenhaus. Leute, Leute. Ah, ärgerlich. Aber das war mit Sicherheit, wie gesagt, die Unsicherheiten im Vorfeld plus dieses. Dann eben das aufzuzählen, unsichere, sichere Frakturzeichen, bla 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 bla. Neurologische Ausfälle, Teste, schwierig, schwierig. Naja, das war aber mit Sicherheit der größte Fehler, mit der größte Fehler. Naja, okay. Gut, dann ging es weiter. Wir wollen es ja noch fertig kriegen heute. Okay, dürfen Sie sexuell übertragbare Krankheiten behandeln? Sagt er nein, zählt die Paragraphen aus, auf, alles wunderbar. Dann nennen Sie mir bitte sexuell übertragbare Krankheiten, zählt er auch auf, auch alles klar, wunderbar. Dann kommt eben zum Beispiel wieder eine Unsicherheit. Ich will das jetzt gar nicht groß ausweiten, aber er sagt dann eben ja, unter anderem Hepatitis C, B. Und dann wurde eben gleich wieder nachgefragt, ja, was jetzt B oder C? Es ist B, C, D. D nehme ich auch noch dazu. Aber nur, wenn halt B vorher schon bestand. Aber alle drei sind sexuell bzw. über Blut oder Blutprodukte übertragbar. Zählen aber jetzt nicht zu den klassischen sexuell. Also ja, es ist jetzt nicht diese sexuellen Krankheiten, aber definitiv. Und dann sagt er, ja, beides. Ja, nicht nur beides. Also die erste Unsicherheit, B oder C oder beides. Und dann fehlt D noch. Hakt er nicht nach, das ist dem zu blöd. Da sagt er, ja, weiß er halt nicht. Ja, okay. Die Unsicherheit zieht sich so ein bisschen durch. Nicht gut. So, dann, okay, nächste Frage. Was macht alles eine Hodenschwellung? So, also auch wieder genau das Schema, ne? Patient kommt, hat eine Hodenschwellung. An was denken Sie? So, ich lese jetzt mal vor, an was er alles gedacht hat. Keine schlechte Auswahl. Schick gemacht. Hodentorsion, auch Epididymitis, Hydrocele, definitiv ein Trauma. Er schreibt dann selber noch, was er vergessen. Ein Trauma, jetzt muss ich gerade gucken. Blablabla. Ja, und das war's dann wohl. Er schreibt selber noch, Karzinom vergessen. Ja, das ist das, was ich ja immer sage. Denkt an Infektionskrankheiten, Tumore und Notfälle. Hodentorsion und so, das wäre ja wieder eine Notfallgeschichte und sowas. Und dann schreibt er eben noch, hat er eben selber vergessen, gemerkt, Karzinom vergessen im Nachhinein. Ja, ist blöd. Und dann wollte er eben hier diese Zeichen erklären mit Preen und so weiter. Das wollten die aber alles nicht von ihm hören. Und wahrscheinlich haben die dann halt noch weiter gefragt, was fällt Ihnen noch ein, was fällt Ihnen noch ein. Hat er jetzt nicht geschrieben, aber könnte man sich vorstellen. Jetzt kommt der Amtsarzt wieder und sagt, okay. Was ist ein Leistenbruch und wie stellen Sie so einen solchen fest? Das ist der Hinweis, das ist eine Verdachtsdiagnose, die er nicht genannt hat. Ein Leistenbruch könnte eine Hodenschwellung simulieren. Es wandert ja durch die Leiste dann Darminhalt in den Hodensack hinein. Und lässt dadurch den Hodensack pralle erscheinen, logischerweise, was der Patient eventuell als Hodenschwellung fehlinterpretieren würde, und zwar als schmerzlose Hodenschwellung. Wäre dann eben zum Beispiel so wie der Krebs, könnte man aber ertasten, auskultatorisch feststellen und, und. Das ist der Hinweis, also man präsentiert ihm jetzt quasi die Verdachtsdiagnose, die man sich von ihm gewünscht hätte. Naja. So, dann sagt er selber, also er überlegt, hier kommen wir eben zu dieser Verletzung zwischen dem Leistenband und dem schrägen Bauchmuskel. Hier entsteht eben ein Loch, aus dem dann die Baucheingeweide austreten können. Okay, jetzt war es ihm halt wieder zu pauschal, dem Amtsarzt, fragt danach, ja, welche Baucheingeweide? Er sagt dann, ja, Darmgewebe halt. Ne? Und dann wird da eben nachgefragt, ja, ist da nur der Darm oder gibt es da halt noch mehr? Also man merkt auch schon anhand der Fragerei vielleicht, dieses, ach Junge, erzähl halt was. Hau halt nicht immer nur ein Wort raus oder einen Satz, sondern erzähl halt was. Und dann könnte man ja sagen, naja, das kommt darauf an, die rechte Leiste, die linke Leiste, rechts könnte zum Beispiel auch ein Anteil des Blinddarms mit hindurchtreten. Verstehst du? Also einfach dieses, dass man sich orientieren kann im Organismus, dass man halt weiß, was da rechts und links ist, ja, dass es links halt eher nicht den Dickdarm betreffen kann, weil das Sigmoid nach hinten geht und somit gar kein Dickdarm vorhanden ist. Rechts aber könnte der Anteil des Blinddarms mit dem Appendix und dem Sigmoid, nicht Sigmoid, Blödsinn, mit dem Kolonnaszendenz zum Beispiel hindurchtreten, dass man zum Beispiel dann sagt, ne, und ja gut, wir haben Hoden, aber dass man zum Beispiel sagt, ja, und bei Frauen ist es ganz schlimm, da kannst du ja ein bisschen ablenken, einfach um zu zeigen, dass du weißt, was das mit so einer Hernie eben auf sich hat. Dass man sagt, ja, und bei Frauen ist es ganz schlimm, weil die haben eine Oberschenkelhernie, da rutscht das dann in den Oberschenkel ganz eng, ganz gefährlich, bla 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 und so weiter und so fort. Aber ja, Bauchfell hat er dann noch gesagt, passt.
Und dann war wieder die Frage, aha, also nur noch das. Und dann sagt er, ja, also das Peritoneum besteht aus zwei Blättern und so weiter. Hat man dann schon wieder, weil man sich dachte, wahrscheinlich, ja, komm, vielleicht fällt ihm nichts mehr ein, wir wollen ihn ja nicht quälen oder so. So, jetzt kam die nächste Frage und das bezieht sich ja jetzt wieder auf diese Hodenschwellung. Wie zeigt sich ein Leistenbruch? Jetzt sagt er, gut, er hatte dann diesen Hustentest im Sinn, da gibt es dieses mit dem Husten und so weiter und dann eben, hier kann es zu einer Schwellung und Inkarzeration kommen und zu den typischen Schmerzen, die bis in den Hoden ziehen, gerade bei sportlich aktiven Personen. Jetzt wurde nachgefragt, jetzt hätte er sagen können, oder es hätte sich auch als Hodenschwellung darstellen können. Also hätte man das mit, ne? Also die fragen ja nichts ohne Grund, dass man dann selber drauf ist, ach Mensch, ja, oder der Patient kommt und klagt über eine Hodenschwellung, wäre noch eine Verdachtsdiagnose gewesen für vorhin zum Beispiel oder so, aber gut. Ja, dann fragt er nach, okay, was ist eine Inkarzeration? Es ist okay, das passt, das erklärt er auch, eine Einklemmung von Darmgewebe im Bruch, was unter anderem zu Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen führen kann. Ja, ja, das ist richtig, aber das ist gar nicht das Großdrama, weil das werden viele Patienten noch tolerieren. Das viel Schlimmere ist bei der Geschichte, dass es zum Absterben von Darmstrukturen kommen kann, dass es zur Brucheinklemmung kommen kann, dass dadurch im Prinzip der Darm abstirbt und es zu einem akuten Abdomen kommen kann, zu einem paralytischen Ileus, zu einem mechanischen Ileus. Diese Notfälle, dass man das sofort auf dem Schirm hat, dass man sagt, das ist nichts, mit dem man rumscherzt, das kann schwerwiegende Folgen mit sich bringen. Da muss man dahinter sein, da muss man drauf schauen, das muss man überwachen. Nicht überwachen, das gehört zum Arzt, das ist quasi, also Notfall, aber nicht lalülala. Krankenwagen, sondern das muss schnell geguckt werden, dass da was sich drum gekümmert wird. Aber okay, lässt man dann auch so stehen. So, jetzt kommt das nächste. Nächste Frage, wieder Amtsarzt. Wir sind gleich durch, so viel kommt nicht mehr. Okay, was macht alles Schwindel? So, jetzt sagt er, boah, ich erwischt, wollte mir eigentlich noch mal was ansehen, aber hat er nicht gemacht. So, jetzt ist der Amtsarzt, die Prüfer, die sind doch nicht doof, die wissen auch genau, was wir lernen. Und die kennen auch die Verdachtsdiagnosen, die wir typischerweise mit sowas in Verbindung bringen, weil wir die so lernen. Bringt er ja auch. Der Klassiker, ihr wisst das wahrscheinlich schon alle wieder, ne, Drehschwindel, anfallsweise muss hier an Morbus Meniere gedacht werden, auch an eine Intoxikation, ein Delir, Hypoglykämie oder auch an Bluthochdruck, besonders hier die hypertensive Krise. So, hat er gesagt. Jetzt dürft ihr selber raten, was hat der Amtsarzt darauf gefragt? Ja, was denn noch? Dem haben Sachen gefehlt, und zwar wichtige Sachen. Jetzt, wenn wir wieder mein Schema anwenden. Wie gesagt, ich will ja nicht, dass ihr mich kopiert, aber einfach, dass ihr merkt, dass es sinnvoll ist, sich ein Schema zu überlegen. Hätte der oben angefangen, hätte er gesagt, jede Form der Hirndrucksteigerung kann zu Schwindel führen. Ein Hirntumor, es könnte eine Sehproblematik sein, es könnte ein Tumor der Hypophysenvorderlappenadenom sein. Das drückt typischerweise auf die Sehnervenkreuzung, führt zu Doppelbildersehen, kann dann eben dazu führen, dass man eben Schwindel bekommt. Es kann eine Sehschwäche sein, es kann eine langsame zerebrale Blutung sein, es könnte ein Schlaganfall dahinter stecken, der zu diesen Schwindelproblemen führt, der zum Beispiel das Vestibulorgan befallen hat. Es könnte eine Exsikose dahinter stecken, auch eine Exsikose, dann können wir in den Bereich der hypovolämischen Schockproblematik hineinkommen. Wie gesagt, den Apoplex hatte ich schon genannt. Es kann eine TIA sein, eine transhistorische ischämische Attacke, eine kurzzeitige Minderdurchblutung des Gehirns durch zum Beispiel arteriosklerotische Veränderung. Merkt ihr was? Was da Futter drin steckt, was man da, ne, und es ist zu dünn. Es ist schlicht und ergreifend zu dünn. Vor allem wieder keinen Notfall dabei. Ja, hypertensive Krise kann man vielleicht so stehen lassen, aber das, was der wahrscheinlich lieber gehört hätte, wären eben Hirntumor, Schlaganfall, Hirndrucksteigerung und dann eben fieberlos, also ohne Krankheitsgefühl, was ja heißt, was machen Sie oder was macht alles Schwindel, ne? Also eine Meningitis, da muss ich nicht dran denken, die hat ganz andere Phänomene, aber eine leichte Hirndrucksteigerung, ein Sonnenstich hätte dazu führen können, dass dieser Schwindel entsteht zum Beispiel. Wie gesagt, eine Exsikose, Blutdruck, Synkopen, orthostatische Blutdruckregulationsstörungen, also da gibt es so viele Sachen, die du da erzählen kannst. Und auf die Nachfrage eben, was noch, sagt er dann, ja, mehr fällt ihm jetzt nicht ein. Das ist zu dünn, das ist schlicht und ergreifend zu dünn. Und diese Tumor, Notfall, Infektionskrankheit nicht dabei, scheiße. Ach, mich ärgert das, weißt, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Junge, das hättest du besser gekonnt. Fucky. Okay, so, Amtsarzt hakt ab.
Ja, jetzt kommt noch der Beisitzer dran, der haut dann was so mit Psycho raus. Gut, da bin ich raus, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da will ich auch nicht viel kommentieren. Sagt er dann irgendwie so, kommen wir zur Psychologie. Habe ich auch super selten, dass die das in der mündlichen machen, aber gut, bei ihm war es jetzt so. Man hört ja immer von Abhängigkeiten. Was ist eine Abhängigkeit und was ist eine Co-Abhängigkeit? Naja, ich weiß nicht, ob man immer von Abhängigkeiten hört, ich jetzt nicht so, aber egal. Und dann, ja, sagt er, ja, also wäre mir genauso gegangen. Okay, hat er ihn erwischt. Keine Ahnung, wüsste ich aber auch nicht. So, und dann sagte er also, Abhängigkeit ist, wenn, was so, Genussmittel, Drogen, Alkohol und so weiter. Eine Co-Abhängigkeit wäre dann, wenn man sich eben emotional von anderen Personen abhängig macht, bla bla bla. Ob das dann wirklich alles so Kappes ist, wie er selber schreibt oder nicht, das weiß ich nicht, will ich auch nicht interpretieren, ist mir egal. Man hat das dann wohl auch so bei belassen. Und dann kam die letzte Frage, was ist die Neutral-Null-Methode? Und auch das ist natürlich wieder auf den Chiro ein bisschen bezogen, weil es natürlich Orthopädie, das gehört natürlich dazu. Ist aber nicht schwierig. Neutral-Null bedeutet, ich habe eine Situation, in der ich die Beweglichkeit von Gelenken feststelle. Und da hätte man eben auch, wie gesagt, das gibt es auch immer wieder in den schriftlichen Tests, diese Fragen. Bei der Neutral-Null-Methode stellt sich am Arm folgende Freiheits gerade fest, ist das gut, schlecht oder wie ist das zu bewerten? Man muss die Nullposition kennen, also wie ist die Ausgangssituation und die ist so, also so wie man die Ebenen auch festlegt. Könnt ihr im Buch nachschauen, habt ein Bild drin, wo das drin steht, wie die Ebenen, also was ist lateral, was ist dorsal, was ist kranial, was ist medial und diese Ebenen, das ist die Ausgangssituation und von der aus werden dann diese Neutral-Null-Methoden festgelegt. Also wenn man jetzt das Handgelenk nimmt, ja, dann hat man eben hier, also das ist dann Null. Diese Position, weil das ist die Ebene, so steht man. Ihr seht jetzt meine Hände nicht, aber die Handflächen schauen nach vorne, nicht zum Körper hin. Ihr seht das an meinen Ellenbogen jetzt. Ich drehe die Arme nach vorne. So, und jetzt wäre 0 und jetzt nach vorne, das sind jetzt ein Ticken mehr wie 90 wegen mir, also was weiß ich, 92, 93 und dann nach hinten und da seht ihr, das sind wegen mir 15 oder 20. Also dann wären es 90, 0, 15. So, das ist die Neutral-Null-Methode. Und anhand der kann man dann festlegen, wie groß sind die Freiheitsgrade der Gelenke, gibt es hier Einschränkungen. Mehr braucht man dazu nicht sagen, im Endeffekt. Und er sagt dann halt, ja, es gibt da die Grundstellung, in der man die Lagebezeichnung eben verwendet. Also super, das ist die Null-Ausgangslage, das erklärt er dann noch. Hier habe ich mir dann noch was aus den Fingern gesaugt, das damit aber nichts zu tun hatte, hat es aber verwechselt, wie gesagt. Also er hat es dann nochmal verwechselt, hat er also wieder einen Fehler eingebaut und was dann natürlich wieder so. Und dann sagte der Amtsarzt zum Beisitzer, geben Sie ihm doch mal so ein Gelenk, also quasi welches Gelenk wollen Sie denn als Beispiel für diese Neutral-Null-Methode? Dass er das eben erklärt, so wie ich das gerade mit dem Handgelenk eben zum Beispiel gemacht habe. Ne? Und dann sagte der Beisitzer das Ellenbogengelenk. Ja, das ist ja auch nicht schwierig. Also wie gesagt, so, das ist Null. So, das ist Null. Jetzt muss man überlegen, ein bisschen überstrecken, ja, so 1, 2 Grad, vielleicht maximal 5 wäre noch okay. Und dann eben die Beugung und dann sind wir hier bei, ja, 180 sind es nicht. Aber ich sag mal 170, 160, das wäre noch alles im Rahmen. Ja. Und dann sagte er, der Schüler eben, ach so, ja, die Bewegungsfreiheiten des Gelenkes. Und dann sagte der Amtsarzt halt eben schon wieder, ja, es gibt halt drei Werte, die da zu nennen wären. Eben die Null, wie weit, wie weit. Und dann sagt er, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann sagt der Prüfer, Feierabend. Dann war das Ding beendet. Gut. Also. Wie gesagt, ich will es nochmal sagen, nicht, dass sich jetzt er, der das geschrieben hat, auf den Schlips getreten fühlt. Das ist jetzt kein Rumgeheule, also kein, wie doof bist du, ich will dich hier auch nicht, deswegen weiß ja kein Mensch, wer das ist. Aber weil ich dir auch geschrieben habe, jetzt macht er da schon wieder so komische Sachen, dass ich es im ersten Moment nicht so ganz so dachte, okay, komisch, weiß ich nicht, aber im zweiten Moment, wenn man es durchgeht, wirklich dann auf die Fehler stößt. Und also. Die Unsicherheiten, viele kleine Verwechslungen, dein Knochenbruch, deine unsicheren Frakturzeichen nach Unfall, Krankenhaus, das war mit Sicherheit ein ganz großer Brecher. Dann diese Geschichte mit dem Leistenbruch, da nicht drauf einzugehen, dass das eben auch eine Hodenschwellung ist, zu wenig Differentialdiagnosen, wobei das noch ging. Dann aber der Schwindel, ich denke, der hat dir dann final das Genick gebrochen. Das mit dem Gelenk, das war wahrscheinlich nur nochmal das war nicht der Tropfen, sondern da war es dann schon wurscht. Also ich denke, dass es beim Schwindel
dir das Genick gebrochen hat, als dann noch dazu, also wie gesagt, das Fass füllt sich ja und das hat das dann zum Überlaufen gebracht, dass dann da nicht die klassischen Verdachtsdiagnosen, Schlaganfall, Tumor und so weiter, das muss da kommen. Tumor hattest du ja beim Hoden schon vergessen, hast du ja selber gesagt, ist also auch da nochmal und das hat es wahrscheinlich zum Überlaufen gebracht. Und die Neutral-Null-Methode, das war dann einfach nur nochmal, um wirklich am Ende sagen zu können, jawohl, es war wirklich nicht mal mit bestem Willen möglich, dem jungen Mann die Zulassung zu geben. Deswegen hat man das wahrscheinlich nochmal mitgemacht. Okay, also das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich recht sakrisch bei euch. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, es hat euch was geholfen. Grüße gehen nochmal raus zu dir, der die Prüfung gemacht hat. Ohren steif halten, weitermachen. Du weißt jetzt, woran es lag. Genau, du weißt, woran es lag, guckst dir das nochmal an, üb das, du musst mehr reden, du musst das viel, viel besser präsentieren und ja, solche Fehler sollten dir nicht unterlaufen. Aber beim nächsten Mal bin ich mir sicher, unterlaufen die dir nicht mehr und dann packst du das auch. Hast ja noch ein bisschen Zeit, gell? Also, Grüße gehen raus, ich bedanke mich nochmal bei allen, hoffe, es hat euch was gebracht und geholfen. Drück allen natürlich nochmal die Daumen, dass ihr das wirklich schafft und ja, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.